Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. Hallo und herzlich willkommen im OmaCamp-Kanal. Ja, wir befinden uns heute bei Soma Caravaning Center in Bremen. Und heute haben wir ein besonders schönes Stück mitgebracht, ein Wohnmobil. Ich würde mal sagen, wir zeigen das erstmal von der Seite so ein bisschen. Doppelachser, über 8 Meter lang. Das Modell ist der Globetrotter XLI 7850 2EB, heißt der ganz genau. Ja, wahnsinnig schönes Wohnmobil. 8 Meter, ich gucke nochmal genau, 8,80 Meter Länge. Ich würde euch das Fahrzeug erstmal von außen zeigen wollen. Ich mache das mal zu hier. Man sieht es, voll integriertes Modell. Ich nehme mal lieber den Schlüssel raus. Nicht, dass der uns gleich aussperrt. Ja, voll integriertes Modell. Man sieht es hier oben. Eine schöne große Markise zu den Abmaßen oder Länge der, beziehungsweise die Breite der Markise würde ich gleich im Anschluss kommen. Und das GT oder die Optik GT von Detlefs, man sieht es hier durchgehend diese rote Linie, die mehrfarbige Folierung. Dann sehen wir hier oben eine Kamera, die ist auch auf der anderen Seite und ermöglicht einen 360-Grad-Blick rund um das Wohnmobil. Man sieht es, hier sind so viele Details und so viele schöne Extras. Wir versuchen die mal nach und nach im Video hier unterzubringen. Man sieht es hier, großer Kühlschrank, Luftauslässe für den Kühlschrank. Dann haben wir hier die Außengassteckdose oder Außenanschluss. Hier ist der Frischwasseranschluss. Und man kann es hier bereits schon sehen, doppelter Boden. Das bedeutet, Fahrzeug ist voll wintertauglich und bietet ausreichend Stauraum in der unteren Ebene. Hier 18 Zoll Alufelgen, 255, 55 R18. 18 Zoller wirklich wuchtig dimensioniert, aber optisch sehr schön mit dem Schwarz, dann mit dem Weiß hier und dann das Silber. Kommen wir zu den Heckgaragen. Oder zu der Heckgarage im Allgemeinen, ist ja nur eine. Und die fachkundigen Leute, lass ich mal gucken, würde ich einmal gerne da unter gucken. Ich hätte es ja schon vorher aufmachen können. Na, ich würde das jetzt nicht abschrauben. Hier unter befindet sich die Elektrik. Und das kann man vielleicht auch hier durchsehen, Spannungswandler, das Batteriepaket. Dann haben wir hier oben 230 Volt Steckdose und das Lichtsystem. Mal gucken. Ja, würde ich dann noch mal später gucken. Man sieht es auch im unteren Bereich, Verzögerungsösen auf Schienen, Durchlademöglichkeit und die Höhe ist super gegeben. Und fachkundige Leute sehen schon, alte Warmwasserheizung mit dem Strahler, den Heizstrahler oder ja, den Heizkörper. Hier ist nochmal die Markisenkurbel. Dann ist hier der Halter für die Außendusche. Kommen wir zur Heckansicht. Und das finde ich, trotz der Größe des Fahrzeugs, erscheint das gar nicht so wuchtig, wie es bei anderen Modellen ist. Wenn ich mir jetzt vergleiche, Alpa, finde ich das ein bisschen, durch das Silber vielleicht, wirkt das ein bisschen kleiner. Aber nichtsdestotrotz ein Riesenfahrzeug. Auch hier schön mit dem Detlefs-Emblem, Rückfahrkamera, dritte Bremsleuchte oberhalb und auch die Lichtleiste mit dem integrierten Schriftzug hier Detlefs ist optisch sehr schön, wenn es dunkel ist. Heckgarage gegenüberliegend. Und auch hier die Tür öffnet selbsttätig oder selbstständig.
macht das auch einfach. Sollte man nur beachten, wenn die Fahrzeuge am Wohnmobilstellplatz eng stehen. Die Auslage ist schon sehr groß, sollte man darauf achten. Auch hier Ablagefächer, hier unten ebenfalls nochmal. Also Stauraum in Hülle und Fülle. Jetzt kann man das auch von der anderen Seite gut sehen. Rechts dort hinten in der Ecke der Außenduschenanschluss oder der Anschluss, dass man außen duschen kann. Kann man super seinen Hund abspülen und ähnliches. Das Fahrzeug rundherum mit Spots hier unten an den Seiten. Dann kommen wir hier nochmal zu. Hier ist das Abwassersystem und die Zerkleinerungs- oder Zerhackungsschalter dafür, dass man das für die Toilette zerkleinern kann. Dann auch hier für die Gasflaschen 2x11 Kilo. Da gibt es dann auch alle möglichen Sachen wie automatische Umschaltung und Frostschutz und ähnliches. Ist alles verfügbar. Hier, man sieht es an dem Schriftzug, alte Warmwasserheizung. Und hier kann man nochmal wirklich durchgucken, komplett durchladefähig. Rechts nochmal ein Heizungskonvektor, Wärmetauscher hier links. Hier Diesel und AdBlue. Und der Wärmetauscher, ich nehme das an, dass der dafür ist, für den Fahrgastraum eine Fußbodenheizung, so dass im Winter die Wärmebrücke ja nahezu ausgeschlossen ist, dass es halt mit Wasser durchflutet und wie eine Fußbodenheizung wirkt das dann. Von vorne nochmal, auch mit dem GT, dieses rot abgesetzte Silber lackiert, oben der Detlef-Schriftzug, ja so ein bisschen GTI-Feeling, soll auch dann die sportliche Ausdrucksweise darstellen. Kommen wir zum Innenbereich. Wir haben hier die breite Aufbautür. Auch hier, Tür öffnet selbsttätig. Bleibt dann auch in der Position stehen. Finde ich ganz gut, wenn wir jetzt hier diese Knupsis hätten, wo man die einhakt. Kennt ja jeder, irgendwann sind die ausgeschlagen. Finde ich super gelöst, dass die Gasdruckstoßdämpfer, die so aufhalten, die Tür. Wir haben, zeige ich nochmal im Innenbereich, elektrische Trittstufe. Man braucht auch nur einmal tippen, nicht gedrückt halten. Wir haben im Eingangsbereich über die gesamte Höhe und Breite eine Fliegenschutztür. Da müsste man nur aufpassen, wenn die Tür, wenn man das Fliegengitter geschlossen hat und knallt diese Tür zu, muss man halt aufpassen, dass das nicht kaputt geht. Hier Verdunklung in der Tür. Fahrzeug rundherum mit Rahmenfenster. Man sieht es auch hier und durchgehend auch dunkel abgetönt. Oben nochmal eine Vorzeltbeleuchtung oder ja, eine Vorraumbeleuchtung sozusagen. Würde ich mal ins Fahrzeug gehen. Gehen wir mal bis hinten hindurch. Hier zwei Längsbetten. Bett-Erweiterung ist möglich, dass es eine komplette Liegefläche ergibt. Umlaufend sind hier drei Schränke auf dieser Seite, drei auf der gegenüberliegenden Seite und drei im Heckbereich. Was mir gleich aufgefallen ist beim Öffnen, die gehen recht schwer auf, soll aber auch verhindern, dass sie auch wirklich durch das Soft-Close dann auch zugehalten werden. Man kann das hier gut sehen. Hier unterhalb Lichtspots, zwei Steckdosen, dann die Lichtsteuerung nochmal hier unterhalb. Lass mal gucken. Ist jetzt nicht angeschlossen. Könnten wir gleich nochmal einschalten. Aber ich denke mal, das sieht man auch so. Dann hier große Dachhaube. Verdunklung und Fliegenschutz. Und hier betätigt man den Schalter und schiebt das einfach nur auf. Auch so bekommt man wirklich viel Luft ins Fahrzeug. Man kann das auf verschiedenen Positionen hier arretieren. Zwei Möglichkeiten gibt es dafür. Und so kann jeder seine individuelle Einstellung finden, wie er das Fahrzeug belüften möchte. Würde ich hier nochmal öffnen. Ist auch, ich finde das gar nicht so schlecht, diese vielen kleinen Unterteilungen. Kann man das gut zuordnen. Hier noch mit Rausfallkante. Ne? Und man kann das auch wirklich wieder gut sehen mit diesem Soft-Close.
helle weiße Oberflächen. Wir haben hier im Liegebereich einmal einen Fernseher verbaut. Und man sieht es links und rechts außen jeweils das Soundsystem, was hier extra verbaut ist im Fahrzeug. Hier im unteren Bereich eine Staumöglichkeit. Und jeweils unter den Betten nochmal auch eine Steckdose, nochmal Sicherungskasten als Stauraum. Dann haben wir hier unterhalb Lattenrost. Gefällt mir auch sehr gut. Das könnte man mal gucken. Ah, man kann das doch anheben, meine ich doch. Und so hat man dann auch wirklich nochmal hier Lademöglichkeit. Ich wollte nochmal gucken. Hier kann man gut sehen, das Heizsystem. Und Abwasser und ähnliches, wahrscheinlich ist die gesamte Verrohrung dahinter. Das gleiche nochmal gegenüberliegend, will ich jetzt auch nochmal. So kann man das auch wirklich gut sehen. Auch hier nochmal so ein kleines Geheimfach. Weiß auch nicht jeder, dass das Fach da ist. Und nochmal hier können wir indirekt in den Schrank gucken. Dann jeweils auf beiden Seiten auch nochmal zusätzlicher Stauraum, auch wirklich schön mit den unterteilten Fächern und dieser Kante hier. Und dann die erste Möglichkeit, sich ein bisschen abzusondern, ist die zweiflügige Schiebetür. Und was mir sehr gut gefällt, dass die bis oben hin abschließt. Das ist nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, weil es gibt noch eine zweite Möglichkeit, sich abzutrennen. Gerade wenn man duscht und auf Toilette sitzt, das Raumbad. Und auch hier, man sieht es, bei vielen Modellen ist diese Kante hier nicht da. Und so ist das wirklich auch komplett geschlossen hier. Dann haben wir hier eine Dachhaubenentlüftung. Müssen wir natürlich erstmal öffnen und dann kann man das einschalten hier. Ja, wir müssen gleich mal gucken, warum das nicht geht. Eigentlich müsste das funktionieren. Strom müssen wir gleich mal checken. Ja, separate Dusche. Auch hier sieht man nochmal den Heizkörper. Einlegebrett, das müsste man dann rausnehmen zum Duschen. Und auch hier wirklich eine schöne Stange, dass man nasse Kleidung, Handtücher und ähnliches aufhängen kann zum Trocknen. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass eine Dachhaubenentlüftung da ist. Also eine Lüftungsmöglichkeit im Dach. So dass es auch wirklich die Feuchtigkeit aus dem, dass man die aus dem Fahrzeug bekommt. Ja, zur Toilette. Wir haben hier eine Keramiktoilette wie zu Hause. Zerkleinerungstoilette hatte ich ja bereits gesagt. Wenn man sich hier hinsetzt, nichts ist Plastik oder sowas, sondern das ist wirklich massiv Keramik. Dann haben wir hier, das ist ja wirklich wie Niveau wie zu Hause, Platz genug unterm Waschbecken. Und auch hier, man sieht jetzt den Siphon aus Metall, also nicht irgendwie einen Plastikschlauch angeschlossen. Hier auch verschiebbar, Einarmwischer, zwei zusätzliche Zahnputzbecher. Dann haben wir hier oberhalb, auch hier nicht wirklich nur so ein kleines Stück Schrank, sondern wirklich einen sehr tiefen Schrank, sodass man auch wirklich was unterbekommt. Und man sieht, dass diverse Belichtungssysteme hier nochmal, hier oben nochmal. Dann im Boden sind auch unterflurige Beleuchtung, kann man so sehen. So dass man wirklich auch, das kann man auch dimmen, individuell mit der Farbtemperatur, so dass man dann auch wirklich seine Wohlfühltemperatur hat. Dann hier oben nochmal die Entlüftung für die Toilette, auch mit Fliegenschutz. Das Raumbad, möchte ich nochmal kurz die Tür zeigen. Also wirklich auch handwerklich super gemacht. Die Tür ist hier oben wirklich gebogen, sodass sie auch wirklich in den Raum passt. Hier nochmal zwei Kleiderhaken. Hier gibt es eine kleine Trittstufe, kann man aber gut bewältigen. Lege ich das mal beiseite. Kommen wir zum Küchenbereich. Fangen wir oben an. Zwei wirklich riesengroße Schränke, sodass wirklich alle Utensilien auch untergebracht werden können.
Man kann das hier schon sehen. Abzugshaube hat das Fahrzeug ebenfalls. Und dann auch hier nicht einfach nur Holzdekor, sondern auch wirklich Glas mit einer Hintergrundbeleuchtung. Wir haben hier in allen Fenstern, wie auch in der Küche, Fliegenschutz- und Verdunklungsrollo. Fenster ist voll aufstellfähig. Hier kann man sehen, dass das Heizungssystem dahinter ist, dass die Luft rauskommt. Zum Gasherd 3 Flammen und wirklich optisch sehr schön gemacht. Ich finde auch diese mit dieser Dichtung an der Seite, so dass man auch wirklich gut abwischen kann, gefällt mir sehr gut. Abwaschspüle, auch hier ein Einarmmischer, verschiebbar. Das ist das obligatorische Schneidbrett. Das heißt, man kann hier drauf schneiden und bei Nichtnutzung legt man das hier einfach wieder ab. Dann hier Auszüge, 3 Etagen. Hier sind die Gasabsperrhähne. Und wirklich auch noch mal ein Clou. Ich weiß jetzt nicht, ob es offen ist oder zu ist. Also machen wir das noch mal. Man hat das vielleicht eben klacken gehört. Die Schubladen sind gesichert. Man riegelt hier auf off und man kann die Schubladen wieder herausziehen. Besteckfach, Schublade Nummer 2. Auch dies gefällt mir sehr gut, dass es nochmal unterteilt ist. Und Schublade Nummer 3. Verriegeln wir das gleich mal wieder. Das heißt, on, das System sichert die Schubladen wieder. Dann hier nochmal ein wirklich sehr schöner Auszug, auch wirklich schön lang. Für die Mülltrennung 2 Mülleimer. Zur Küchenzeile gehört natürlich auch nochmal ein standesgemäßer Backofen, sodass man seine Brötchen aufbacken kann. Pizza, selbst Kuchenbleche passen hier komplett rein. Kann man ja mal sehen, wie groß das ist. Kann man also wirklich auch den schönen Kuchen backen. Der Kühlschrank mit separatem Eisfach und auch hier wirklich sehr gut, dass es beidseitig öffnenbar ist. Von Dometic der Kühlschrank, müsste irgendwie 150 Liter haben. Auch hier nochmal genug Platz vorhanden. Unterhalb vom Kühlschrank nochmal eine Schublade. Und dann würde ich hier nochmal den Unterboden zeigen. Hier sind die diversen Wassertanks verbaut, das heißt, die sind auch beheizt dann. Gehe ich nochmal gleich weiter. Hier die Pumpeneinheit. Und was hier nochmal ist, der Tresor. Gucken wir mal, was für Schätze da drin sind. Und auch hier wirklich massiv verbaut, eingebaut ins Fahrzeug, sodass die Wertsachen auch sicher sind. Gucken wir nochmal hier rein. Hier ist nochmal Elektrik, Sicherung. Auch von hier kommt man dann in den Doppelboden, kann dann irgendwas lagern, wo man direkt drauf Zugriff haben möchte. Dann im Eingangsbereich für Weinflaschen und Gläser und ähnliches. Kann man das gut nutzen, auch hier mit der Aussparung, da sind die Weinflaschen sicher. Ja, kommen wir zum Sitzbereich. Würde ich mich einmal zuerst hier hinsetzen. Man sieht es, der Tisch ist schiebbar in alle Richtungen. Oberhalb auch hier 2 schöne große Schränke. Auch hier nochmal Lesespots, die individuell ausrichtbar sind, Boxen vom Soundsystem. Und was mir hier auch sehr gut gefällt, ist dieses Raffrollo oder Raffgardine. Die Polster sind schön fest. Man sieht es hier, Anschnallgurte in Fahrtrichtung. Für 4 Personen also geeignet, das Fahrzeug. Hier nochmal zusätzliche Schubladen. Und ich sag mal, so eine Notsitzbank, Schuhe anziehen und ähnliches oder als Fußablage. Dann im Sitzraum nochmal ein Alphatronics Flachbildschirm,
der auch individuell ausrichtbar ist. Bei dem Fahrzeug gibt es die Möglichkeit, ein Hubbett einbauen zu lassen oder eben das Schranksystem. In dem Fahrzeug ist das Schranksystem verbaut. Ja, würde ich jetzt zum Fahrerhaus kommen. Das hatte ich ja hier gesagt, die Fußbodenheizung als Einlegemöglichkeit. Wir haben hier die Steuerung für die Hubstützen, sodass das Fahrzeug ausnivelliert werden kann. Betätigungsknopf für die Trittstufe im Eingangsbereich, auch von hier möglich. Muss man nicht extra nochmal aufstehen und kann das dann von hier aus machen. Verdunklungssystem, einmal hier für die Seite. Das ist auf der gegenüberliegenden Seite ebenso. Und während der Fahrt, wenn seitliche Sonneneinstrahlung ist, ja, wie eine Art Sonnenblende. Genauso wie hier dann nochmal. Sowohl da als auch die Verdunklung an der Seite. Der vordere Bereich wird mittels dieses Tasters wie ein Rollladen heruntergefahren, erzielt dann ein super Verdunklungsergebnis. Man sieht es hier oben, fährt es dann direkt runter. Ja, Fiat 8er Maxi-Chassis. Zu den technischen Daten würde ich dann nochmal kommen. Max, nochmal den Schlüssel geben. Dann würde ich das nochmal... Dankeschön. Weil das sehr schöne digitale Cockpit. Es brummt jetzt ein bisschen laut, weil ein paar Sachen eingeschaltet sind. Ich würde es auch gleich wieder ausmachen. Aber so, dass Sie das mal gesehen haben, wie das digitale Cockpit aussieht, gefällt mir optisch sehr gut. Sehr gut gelungen. Wir haben hier den Bildschirm fürs Radio, wenn man mal was zeigen will. Ne? Na gut, aber ihr könnt das sehen. Ja, als besonderes Clou hat das Fahrzeug eine 360-Grad-Rundumsicht. Würden wir gleich nochmal gucken. Also anscheinend muss hier irgendwie ein Update gemacht werden bei dem Fahrzeug. Würde ich dann versuchen nochmal nachzuliefern. Wenn aber Fragen dazu sind, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann würde ich das nochmal individuell nachreichen. Ja, Automatikgetriebe hatte ich bereits gesagt. Nee, hatte ich noch nicht gesagt. Das Fahrzeug hat eine Alarmanlage. Man kann das auch am Schlüsselsystem hier sehen. Wirklich auch einzeln ansteuerbar. Hatte ich ja gesagt, das ist der Safe-Schlüssel. Dann der normale Schlüssel für die individuellen Klappen. Und aus den Fiat-Modellen bekannt, der normale Schlüssel für das Fahrzeug. Ja, nochmal für Leute, die nicht wissen, das ist ja ein voll integriertes Modell. Wenn man sich jetzt den Fiat-Kastenwagen einmal so vorstellt, dann endet dieses Fahrzeug an dieser Stelle, genauso wie dann außen. Also hier ist dann wirklich Schluss. Hier ist dann sozusagen die Armlehne, in Anführungsstrichen, oder die Armauflage und die Tür. Und beim voll integrierten Modell ist halt alles, was hierüber hinausgeht, sowohl in der Fahrzeugbreite, als zum Teil auch in der Fahrzeuglänge zugebaut, individuell als voll integriertes Modell. Das heißt halt, das Fahrerhaus ist komplett im Fahrzeug verschwunden. Das ist so der Unterschied als voll integriertes Modell, für die, die es noch nicht so wissen. Wir haben hier noch USB-Schnittstellen, würde ich gerne noch zeigen. Einmal 12 Volt, dann die Fahrerhaus-Klimatronic. Das Fahrzeug hat auch eine Dachklimaanlage, würde ich gleich noch mal zeigen. Hier nochmal Cupholder, zusätzliches Handschuhfach. Was gibt es hier noch zu sagen zur Tür? Das Fahrzeug hier hat eine manuelle Handbremse, keine elektrische, was aber nicht weiter schlimm ist. Ja, würde ich nochmal die Dachklimaanlage zeigen, das haben wir ganz vergessen. Und man kann es auch hier sehen, wirklich kann man da auch durchgucken, da sind diese Konvektoren drinne. Zum Beheizen des Unterflurs, was dann wirkt als Fußbodenheizung. Hier ist die Truma Avent Dachklimaanlage und auch wirklich für die Steuerung digital integriert, sodass man wirklich auch wahrscheinlich, ich müsste mal gucken, aber das müsste halt per App gehen, dass man die per App steuern kann. Ja, würde ich zu meinem Teil mit den technischen Daten kommen und mein Kollege filmt das Fahrzeug nochmal von innen und von außen. Lässt das also nochmal für euch Revue passieren und anschließend würde ich zum Fazit kommen. Ja, ich wollte euch nochmal das Verdunklungssystem zeigen. Magst du mal den Knopf einmal drücken? Ja,
Ich sage ja, am Anfang muss man das gedrückt halten. Wir wissen auch noch nicht ganz genau, wie das funktioniert. Also man muss es am Anfang ein bisschen festhalten. Wahrscheinlich so als Schutz, denke ich mal. So dass man auch das beobachtet, dass das alles freigängig ist. Und dann ab einem bestimmten Punkt schließt das Verdunklungssystem dann auch vollständig. Wir haben das ja eben schon einmal geschlossen. Das Einzige, was mir vielleicht nicht ganz so gut gefällt, aber das kann man vielleicht mit so einem Tuch. Ja, man sieht es hier unten, es scheint noch ein bisschen Licht durch. Hätte ich mir jetzt gewünscht, dass das dicht ist, würde ich mir dann persönlich ein Handtuch hinlegen. Dann haben wir an der Seite noch, das wollte ich noch zeigen, im Fahrerhaus nochmal ein Ablagefach. Und das Verdunklungssystem an der Seite ist halt manuell und das vordere finde ich auch gut, weil wenn man überlegt, wenn man nicht so groß ist, ganz nach vorne zu gehen und mit der Hand irgendwas runterzuziehen, das ist ja schon fast unmöglich. Ja, willst du es nochmal hochfahren? Man muss es auch wirklich am Anfang festhalten. Also ich denke, dass es so ein Schutz ist, dass man das wirklich auch beobachtet, dass man nichts kaputt fährt. Ist ja auch okay, also wenn man das weiß und ab einer bestimmten Position, man sieht es, fällt das auch selbstständig hoch. Ja, ich hatte das noch vielleicht, wenn wir noch dazu kommen, uns die Zeit jetzt nehmen, Fiat 8er Maxi-Chassis hatte ich ja gesagt, Multifunktionslenkrad, also alles, was Assistenzsysteme betrifft, ist hier für das Fahrzeug verfügbar. Die Seitenspiegel elektrisch beheizt, elektrisch verstellbar, digitales Cockpit, Berganfahrhilfe. Ich würde jetzt gleich nochmal in den technischen Daten da weiter drauf eingehen, aber wollte ich nochmal erwähnt haben, dass das Multifunktionslenkrad halt das Fahrzeug hat, sodass man über alle ja, Daten, Einstellungen über das Lenkrad bedienen kann oder über das große Touchscreen, was hier verfügbar ist. Zu den technischen Daten des Globetrotter XLI 7850 2EB. Wir haben hier eine Länge von 8,81 Meter, eine Breite von 2,33 Meter, eine Höhe von 3,04 Meter. Das Fahrzeug hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 5400 Kilo. Anzahl der erlaubten Personen inklusive Fahrer sind 4, Schlafplätze 2. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, ein Hubbett einbauen zu lassen, anstelle der Schränke, die jetzt vorne eingebaut sind. Einzelbettenmaße 2x2 Meter x 82. Wir haben hier das Fiat Ducato Maxi Alco Tiefrahmen Dreiachser Chassis, 2,2 Liter, 133 kW, 180 PS. Heavy Duty, Duty hört sich geil an, 9-Gang-Wandler-Automatikgetriebe. Ja, der Basispreis für das hier dargestellte Fahrzeug ist 157.399 Euro. Jetzt würde ich noch mal kurz so die extra Pakete durchgehen, die hier im Fahrzeug verbaut sind. Das ist das Vorbereitungskit, Vorbereitung für Solar, Vorbereitung Dachklimaanlage, Vorbereitung Sattanlage. Heute haue ich mal die Preise hier raus. 499 Euro. Dann haben wir das GT Advanced Paket für 16.499 Euro. Da würde ich jetzt noch mal darauf eingehen. Vorbereitung für das Radiosystem inklusive Soundpaket im Fahrerhaus. Radioantenne DAB Plus auf dem Dach montiert. Fahrerhaustüre links, Panorama Dachhaube. Inklusive beleuchteter Baldachin im Wohnraum, indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken, auch nicht schlecht. Stützen zwei Stück für den Anbau hinten, elektrische Frontscheibenrollo, automatische Gasflaschenumschaltung inklusive Crashsensor, Eisex, Gasfilter, Dunstabzugshaube, Abluft mit Zugluftstopper, integrierte Einlinsen-Rückfahrkamera, Alufelgen ORC 18 Zoll für den Dreiachser. LED-Abblendlicht, Auflastung auf 5400 Kilo, Piloten, Luftschwingsitze von SKA, Sonnenblende seitlich als Rollo für Fahrer und Beifahrer, Panorama-Dachhaube im Schlafraum, InDesign GT inklusive erweiterter Küchenwand, zweite Rückfahrkamera im Heckleuchtenträger. Dann haben wir die elektrische Kassettenmarkise mit einer Breite von 6 Meter, dann die automatische Sattantenne 85er Schild, also Spiegel, Flachbildschirm 32 Zoll, zusätzlicher Flachbildschirm im Schlafbereich 22 Zoll, zusätzlicher Flachbildschirmhalter, Alarmanlage, Zahacker Keramiktoilette mit Fäkalientank, also wirklich wie zu Hause die Toilette, Dachlüfter mit Ventilator, also eine Dachentlüftung, das ist wirklich super, wenn man gerade unbedingt die Klimaanlage braucht, möchte das Fahrzeug aber ja einmal belüften von außen oder die Innenluft nach außen tragen. Der Kühlschrank hat 177 Liter, Türen beidseitig öffnenbar. Wir haben hier die Dachklimaanlage
Und noch als Besonderes ein hydraulisches Hubschützensystem mit automatischer Nivellierung und Wiegefunktion. Ja, die Außenlackierung der Fronthaube GFK-Heck, Seitenwände in Titan-Silber-Metallic. Einzelbetten hochgesetzt inklusive komfortabler Ausstiegsstufen. Winterabdeckung für die Kühlschranklüftung. Wir haben hier das Soundsystem Plus. Dann die TopView 360-Grad-Kamera, sodass wirklich, egal wo das Fahrzeug steht, man kann sehen, wo man hinfährt, wie das Fahrzeug steht oder ob irgendwelche Personen sich rund ums Fahrzeug bewegen. Wir haben die Gassteckdose außen, der zusätzliche Tresor, den ich Ihnen gezeigt hatte, die Dachschräge im Fahrerhaus anstelle von Hubbett. Dann haben wir hier das Dual Battery System Paket 2. Was wirklich gigantisch ist mit 336 Amperestunden, Victronic Energy Multi Plus Lade- und Wechselrichterkombination mit 3000 Watt. Also, dass wirklich eigentlich alle Geräte darauf betrieben werden können mit 120 Ampere. Dann haben wir hier das Light Moment System, Sockelbeleuchtung im gesamten Fahrzeug, durchgehende Baldachine mit indirekter Beleuchtung, indirekt dimmbaren Wandflächen, ambiente Beleuchtung. Das konnte man ganz gut sehen im Küchenbereich hinter dieser Glasgeschichte. Dann die Serienausstattung, 10 Zoll DAB Plus Navi Receiver, CarPlay, Android Auto, Camper Navigation, Lenkradfernbedienung, ABS, EBD, ESP inklusive ASR, Traction Hill, Hill Holder, Hill Desert Control, Fahrerhaus, Klimaanlage automatisch, Lederlenkrad und Schaltknauf mit Ledermanschette. Und so zieht sich das wirklich noch ganz durch die Liste. Was noch zu erwähnen ist, das GFK-Dach, Heckgarage mit Tür links und rechts, Zentralverriegelung für Fahrerhaus, Dreiflammen, Gasherd, Frisch- und Abwassertank im doppelten Boden, isolierter Bereich. Das ist auch wichtig für die Wintertauglichkeit. Das Fahrzeug steht jetzt hier zu einem aktuellen Preis von 224.333 Euro. Wirklich das Fahrzeug, was wir jetzt gefilmt haben. Nur, dass Sie Bescheid wissen. Habe ich noch was vergessen? Nee, das war erstmal die technischen Daten. Dann würde ich jetzt zu meinem persönlichen Fazit kommen. Seid gespannt. Ja, kommen wir zu meinem persönlichen Fazit. Ich habe selber noch keinen Dreiachser gefilmt für den MoMaCamp-Kanal. Für uns auch eine Premiere. Fahrzeug breitet, was sagte ich, 2,30 Meter und eine Länge von knapp 9 Metern. Für zwei Personen ist das jetzt hier so konfiguriert, das Fahrzeug, ist natürlich auch für vier Personen möglich, bietet so viel Platz und so viele Annehmlichkeiten, dass man davon sprechen kann, dass es wirklich schon, ja, was den Wohnmobilbereich betrifft, wirklich schon zum oberen Bereich gehört, wenn man jetzt mal die Aktos-Geschichte und sowas wegnimmt, sondern wirklich als auf Fiat-Basis. Wir haben hier mit der Auflastung genug Möglichkeiten, auch was mitzunehmen in dem Fahrzeug, große Heckgarage. Was mir sehr gut gefällt, ist das Raumbad, sodass man auch wirklich erstmal die Schiebetür zum Schlafbereich schließen kann und als nächste Stufe auch noch die Tür nach vorne, sodass selbst wenn hier jemand vorne Fernsehen guckt und jemand schlafen will, ist dies problemlos möglich. Die 360-Grad-Kamera wollten wir jetzt euch einmal noch zeigen. Ich habe mir das aber schon mal angeguckt aus einem anderen Modell. Das ist wirklich die Überwachung, Beobachtung, sodass man auch wirklich, wenn man im Fahrzeug sitzt und hat es verdunkelt, auch noch im Notfall gucken könnte, wer sich ums Fahrzeug herum bewegt. Und beim Rangieren halt auch wirklich super, dass man das Fahrzeug halt beobachten kann. Ist halt eine sehr große Länge, sodass man auch wirklich nichts kaputt machen kann bei dem Fahrzeug. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist die Außenlackierung mit diesem GT, mit der GT-Ausstattung. Ja, das Fahrzeug verfügt über umfangreiche Extras mit der Dachraumentlüftung, mit der Klimaanlage, der alte Warmwasserheizung, den elektrischen Hubstützen. Ich denke, das Fahrzeug, so wie es jetzt hier konfiguriert ist, lässt das keine Wünsche offen, sodass man auch langzeitmäßig mit dem Fahrzeug unterwegs sein kann. Aber auch wenn es nur ein Wochenendtrip ist, dann haben Sie hier den Luxus oder habt ihr den Luxus, der einfach komfortables Reisen zulässt. Ihr merkt das so ein bisschen, die Worte fehlen mir, weil ich finde das wirklich auch genial von der Materialanmutung, wie das Fahrzeug verarbeitet worden ist. Ja, wenn euch das Fahrzeug gefällt, das Fahrzeug steht bei Soma Caravaning in Bremen. Das Team freut sich, wenn ihr Fragen habt und ähnliches. Wenn ihr Fragen an uns habt, schreibt es gerne in die Kommentare.
Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und die Glocke betätigt, damit ihr kein Video von uns verpasst. Bis dahin, euer MomaCamp-Kanal.